Das jetzt hoffentlich. Eieieiei. Ach, Chaos. Ja, doppelte Punkte. Mit dem doppelten Echo. Was? Wer ist hier echoed? Nee, das liegt daran, dass er jetzt beide Streams offen hat, nehme ich an. Achso, ja. Weil Buddy wahrscheinlich beide Streams auf Cloud hatte. Stülpe mal ganz kurz die... Weißt du... bei Ordi bin ich laut, bei Maggi bin ich leise. Ich hab dich gerade auch schon runtergestellt im Discord von der Lautstärke her. Weil ich kann mich nicht mehr lauter stellen. Also muss ich euch leiser machen. Ich kann jetzt nur einen Witz raushauen, aber ich weiß, was dann passieren wird. Und ich will nicht, dass das passiert, was ich denke, was passieren wird. Oh, hoppala, ich sollte auch so... Ich kann mich auch so kicken. Ja. Du hast aber keinen Grund dafür, weil ich den Witz noch gar nicht erzählt habe. Nö, aber das auch so impliziert ja, dass ich keinen brauche. Was brauchst du denn? Ein Grund, um dich zu kicken. Ich kann das auch so machen, ohne Grund. Das ist aber an die Sache richtig, aber wie willst du mich vom Maggis Server kicken? Ich dachte, Maggi ist der Einzige, der hier recht hat. Desto nach habe ich gerade gar nicht gehört. Das ist unfair. Moment. Maggi? Ja, Moment. Ich will kurz was testen. Kannst du Maggi von seinem eigenen Server kicken? Nein. Buddy, der ist leider sehr gut und gleichzeitig sehr beschwierig. Hallo? Ich glaube, das liegt am Mikrofonkabel. Ich hatte das lange Kabel, das ich hier habe, schon mal ausgetauscht. Musste das jetzt aber wieder einsetzen und... Warte mal. Beiden habe ich mir übrigens gerade aus dem Voice gekickt. Chaos lacht sich vermutlich einen Ast ab und ich schau mal weiter, dass ich irgendwie mein Audio auf eine Reihe kriege. Hätte auch so einfach sein können. Twitch erlaubt keine 4K leider. Tut mir leid.
Ich schalte mal um. Hallo. Willkommen bei 4K WoWS. Mal ganz kurz schauen, wie das jetzt im Stream aussieht. Hallo. Ich habe mein kurzes XLR-Kabel leider nicht gefunden. Nur noch ein XLR auf Klinke, aber das hilft mir halt auch nicht so weit. Buddy, was... Wie sieht das bei euch? Ah. Oh. Kann es sein, dass die Bitrate nicht hinterherkommt bei dem... bei den Details? Warte beim Wasser da unten. Mal ein statischeres Bild zu kriegen. Ja, es geht ein bisschen besser, aber... Ja, Webcam? Nee. Ich habe hier einen 14 Zoll 1080p Monitor. Das wird gequetscht, sodass es gut aussieht. Nee, das Ding ist hier unten. Da, auf dem 4K Monitor habe ich jetzt natürlich da sehr, sehr, sehr viel mehr an Details. Das wird ja deutlich geschrumpft für euch. Natürlich nicht so gut. Ansonsten sieht 4K, also der Monitor hier, das sieht einfach geil aus. Also, ihr seht es halt leider nicht, aber es sieht einfach echt mega aus. Und guck mal, jetzt passt hier wieder überall was hin. Ich habe wieder Platz auf meinem Bildschirm. Das Divisionsfenster kann wieder größer gemacht werden. Ich kann es wieder größer machen. Plötzlich kann ich hier wieder ein richtiges Divisionsfenster haben. Ohne dass es stört. Gut, das Ding ist, die Texte werden bei euch jetzt vermutlich sehr klein sein, ne? Müssen wir mal gucken, wie das Ingame aussieht. Ich sehe da mehr Details als Ingame bei mir hier, weil Minimalgrafik. Apropos Divisiongröße machen. Sankalorum, wir haben Platz im Clan. Gut, dass du das sagst. Sankalorum, wir haben Platz im Clan. Platz im Clan, ja, nicht Platz im Plan. Wir mal kurz bei Ordi rein. Ja, entweder kommt er jetzt oder ich gehe gleich weg. Okay. Meine Güte. Ja, schon da. Wie man das einfach im Discord, im Stream nochmal gehört hat. Ah, sehr gut. So. Ich krieg so viel. Letzter Versuch. Man hört nichts, oder? Das hat man jetzt nur das Bild gesehen. Weiß nicht, ich hab's wieder gemutet. Rip, aber man hört nichts. Ich krieg zu viel. Ganz kurz gucken, wie ausgelastet meine Graka jetzt eigentlich ist. Prozent. Das ist ja okay für 4K. Mal abgesehen davon, dass die Positionierung auch wieder für die Tonne ist, aber gut. Ich dachte, wir machen Stufe 7. Kein Durchsetzungsvermögen, die Leute. Kein Durchsetzungsvermögen. Ich habe nichts von Tier 7 gehört bisher. Ja, du bist doch 90% bis jetzt draußen gewesen. Da kann ich nichts für. Doch, kannst du. Nee, ich wurde rausgeschmissen. Ja, natürlich. Ja, Buddy. Ich muss mein Mikrofon noch mal ein bisschen empfindlicher machen. So, das sollte vielleicht schon reichen. Ja, das ist auf jeden Fall deutlich angenehmer jetzt. Ah ja. Boah, die Farben sehen so kräftig aus und das Bild ist so scharf und Ich verstehe jetzt ein wenig die Faszination von 4K.
Wir haben eine Sevastopol im Gegnerteam. Super Tester? Willkommen auf meiner Party, Kapitän. Tendenziell. Bald rüber zu YouTube und in 4K streamen. 20 bis 40 Mbit pro Sekunde, je nach Leitung. Ich würde gucken. Willkommen im 4K Club. Ja. Vor allem 4K, Maggi, 144 Hertz. Maggi, ich will dich ja jetzt echt nicht enttäuschen, ne? Aber es ist, wenn du gerade von 4K schwärmst. Im Stream sehe ich nur, dass dein Bild etwas größer geworden ist. Mehr sehe ich davon nicht. Ja, ich weiß. Ja. Deswegen sagt niemand ja auch gerade, moin übrigens, dass ich dann auf YouTube in 4K streamen könnte. So, viel Spaß mit auf der Empfängerseite. Das ist die andere Sache. Oh. Drück die ganze Zeit E wegen Inventar. Du, was, ich hab voll zu lange Minecraft gespielt. Im Inventar. HE-Munition, AP-Munition, Reparaturmannschaften, Hydros. Ja. Das ist unten da. Erinnert mich an den 3D-Typen. Ja, ich hätte ja bis heute 3D theoretisch gehabt, aber der Support wurde leider eingestellt und dann konnte man auch nichts mehr damit machen. Na komm, YouTube lädt dir ja die Daten auch vor. Besser als Realtime-Streaming. Boah, diese Spieler, die sich Tirpitz nennen, mit irgendwie unterschiedlicher Anzahl an Unterstrichen. Da muss man nichts zu sagen. Zum Erwachsenwerden stehen. Cool, die Sevastopol ist hier. Gut, war während meiner, wenn ich mir den Account hier erstellt habe, auch so, aber nun. Ich bin übrigens immer noch dafür, dass du dich jetzt langsam mal Magiehammer nennen sollst, weil ich die ganze Zeit in den Dingen ins Magiehammer eingebe statt Hammerkraft. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich will kein Geld ausgeben. 1500 Dublonen, dafür wirst du ja wohl Geld aufwenden können. Theoretisch wäre das schon möglich, ja. Wenn Tippels dann nur mit Herrenstrichen, was? Wir haben einen feindlichen Zerstörer entdeckt. Schlachtschiff entdeckt. Erstmal abchecken, Sevastopol ist ein Ziel und. Ja. 7 Lichtdurchschläge und kein Sevastopol Brand. Sevastopol ist ein Ziel, was er hat. Wir gehen mir nicht auf den Geist. Nein, jetzt ist es zu. Es ist wie eine Streuung. Ich treffe nichts. Na, welche Überraschung. Wie langsam fährt ein Friedrich der Große, Junge? Ich ziehe 3 Sekunden vor bei 18 Kilometern und meine Kugeln schlagen trotzdem noch vor ihm ein. Das ist Salzstreuung. Oh ja, der gute Salzstreuer. Oh, da kommt die Traps. Heute mal wieder auf Kaffeefahrt. Zeit zu tanzen. Oh, 3 Zerstörer kommen hier runter. 3 Zerstörer sind sowas gesagt. Ich drehe um. Tschüss. Ja, und die Montana steht hier auch bald hinter der Insel. Die Baltimore meinst du nicht, die Montana, die Montana. Doch, die Montana. Die da. Ein Treffer. Ach, die feindliche Montana, ich dachte, meinst du unsere? Nee, die gegnerische. Kageros, ich mein schon mal raus. Erstmal neue Folge von meinem Gemeindebau. Hä? Sekundär schießt hier denn? Oder was? Och meine Fresse, wenn du da irgendwo 2 Spam-Schiffe hast, die richtig stolz darauf sind, oder weißt du? Weißt du, da hab ich da gleich wieder kein Rettungsdienst. Torpedos auf Steuerbord, das könnte knapp werden. Lieder auf die Sevastopol.
wieder wie ein Kätzchen, Kapitän. Ja, tu! Ach, ihr seid alle umgedreht. Alle! Wir liegen in Führung. Was? Mach jetzt ja, nicht. Kreuzer versinkt doch den, ich nicht mal absichtlich draufgeschossen habe. So. Kranke Scheiße. Ey, was ist denn? Ach, ich hasse die japanischen Kreuzer wirklich. Jetzt brennt die Hütte schon wieder. Hast du die schon mal gefahren? Kurzfristig ja, auf Stufe 1. Und seitdem nicht mehr. Ja, gut. Wenn man allein gelassen. Ach, jetzt haben sie wieder umgedreht. Was? Ich? Ich drehe dich um. Ja, nee, aber die Monty ist wieder so ein bisschen in die Richtung, die Baltimore. Ja, die Monty muss aber, weil die ist so scheiße in der Schulterheck gepanzert. Wenn sie zu lange Dingens fährt, dann ist sie irgendwo dort. Aber genau, es wurde sie safe sowieso unter das Bären genommen. Also, was ist das dann noch wegzufahren? Oh wow, ich habe Schaden gemacht. Dass wir natürlich die verfickten Zerstörer bei uns unten haben müssen. Die versalzen mir die Suppe gerade so unangenehm. Natürlich. Oh, zieht er. Aus die See Spastopol. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Zieht er gegen mich von der Sebastopol. Das wiederum nicht. Ja, du, die neuen deutschen Schiffe sind aber auch so scheiß gepanzert und die Nutzen. Hätte mich gewundert, wenn die irgendwie Breitseite gibt und ich hätte gar keinen Schaden genommen. Mein Gott, wie und also jetzt wird die Monty rausgespammt mit HE. Ich sag dir, wir sollten hier sowas wie Munitionskosten erhöhen. Ja. Dass die vielleicht mal nicht spammen. So, dass von Kreuzer pro Kugel das einfach dreimal so viel kostet, damit sie auch wirklich sicher sind. Drücken wir jetzt einfach die Maustaste. Halten wir sie jetzt gedrückt. Moment, mit Buddy. Die Montana zu hoch gezielt auf die Friedrich. Wenn du den Bruce Willis als Captain haben willst. Wenn's Marvel. Wow. Oh, Montana. Wow. Hast du gut hingekriegt. Ich trinke mal was. Ja, solange die Montana Berg über 29.000 Schaden ist, ist alles gut. An der Sache liebe ich die Schiffe, aber irgendwas. Will ich Sylvester Stallone für die Sevastopol? Das heißt aber anders. Das heißt Sylvester Stallone, nicht Sylvester Stallone. Ja, das ist ja beabsichtigt. Ach, ganz ehrlich. Wie war das mit dem Salzchaos? Salz? Bin aber jetzt nicht salzig wegen dem Spiel gerade, ne?
Lass mich mal ganz kurz anwerfen. Wow. Ich hasse Border User. Jetzt bin ich salzig wie im Spiel. Ganz ehrlich. Wen schießen denn die Border? Oh mein Gott, Alter. Er setzt diesen Border mit so einem scheiß Instant Kill. Wer dagegen fährt, ist tot. Punkt. Weißt du, das haben sie bei Warzone auch gemacht. Darum macht da, darum campt dort kein einziger Spieler. Ja, tu! Also die Karte um mindestens 30% vergrößern in den meisten Fällen. Nein, die Karten sollen genauso bleiben. Wunder gibt es wirklich. Damit einfach kein Border-Losing entsteht. Ja, bei der Karte jetzt funktioniert das. Bei vielen anderen Karten geht das dann nicht mehr. Wir sind die Border. Widerstand ist zwecklos. Hey, ich hasse Border-User. Das war mein Gott, Alter. Fick doch alle Border-User. Salz! Ja, Salz! Jetzt weiß man, wie das ist, wenn das jemand anderes sagt. Du bist nicht der Erste, der das ständig zu mir sagt. Das ist mir so scheißegal. Ich find's furchtbar nervig. Wunder gibt es wirklich, der Sieg ist. Das ist potenziell richtig, da schließe ich mich sogar an. Ihr seid, du bist trotzdem nicht der Erste, der das zu mir sagt. Alter, du aber Gott, Petro Pavlovsk, ne? Deine Mutter ist ein Esel. Ja, Montana Black, friss meine Sitten, ja. Über deine hässlichen Streamer-Nase. Ja, ja, Buddy, nur für einen Freund. Zieht er. Cool. Weil so viele Kugeln, weißt du, bei 4 Durchschlägen auf Wasserlinie 1 zieht er. Ich frag mich, wie wird das mit den anderen gerechnet? Meine Güte, sind die Torps langsam. Nö, ja, das ist richtig. Wo ist der? Ja, die 50 Knoten-Torps von den Deutschen. Die sehen ja, irgendwie. Oder Friedrich hat Ruprecht jetzt hier, ne? Die sehen irgendwie aus wie 30 Knoten-Torps. Boah, ich liebe die. Ja! Sekundär! Aber nützt mir nichts mehr. Ich bin tot, sobald es aufgewählt hat. Friedrich gegen Ruprecht, wer hat die stärkere Sekundär? Ja, das wird die Ruprecht sein, auf jeden Fall. Ja. Das Problem ist, Friedrich macht mich potenziell als erstes kaputt, weil die Sebastian wohl nicht schießt. Okay. Das war Weihnacht! Das war meine. Ich hätte gern so eine animierte Schiffskarte, die übers Deck läuft. Ja, ich glaube, das wurde schon mal vorgeschlagen. Ja. Oder über die Drahtseile da rumbalanciert. Und beim Sitzen sitzt die in einem kleinen Holzrettungseimer, der insgesamt aber putzig aussieht. Alter, was ist denn das? Ich finde schade, dass unsere Pommern letzter Platz ist. Der muss ja richtig miserabel gespielt haben. Leck mich doch. Das war die Rache. Was? Oh, ich hab's ganz zum Schluss nochmal ein paar Plätze hochgeschafft. Nur kurz auf K. Jojo. Also, Audi wollt 7er. Die hatte Chaos vorgeschlagen. Ach so. Jetzt habe ich gerade schon wieder vergessen, was ich eigentlich wollte. Irgendwie habe ich keine Lust auf die Skane. Skane. Dann kann ich dir auch nicht helfen. Ich kaufe sie zumindest mal. Skania. Ja.
Was wollte ich denn? Ich hab's komplett vergessen. So, ich muss essen. Tschüss. Okay, tschö. LKW Lastkraft Wasserfahrzeug. Aha. Ja, genau. Der Salzgehalt lässt einen halt oben treiben in der Tabelle. Auch mal kurz aufgaben. Jo. Ich hab echt vergessen, was ich gerade noch wollte. Egal. Ja, kann ich dir auch nicht sagen, du. Also du bist noch beim Anstrich, okay. Ja, naja. Oh boy! Das funktioniert. Okay. Das nicht. Aber warum? Okay. Ich denke, ich wäre soweit. Mein Kapitän hat aber noch keine Funktion. Das heißt, er hat noch keine Funktion. Ja, ich muss ihn noch umschulen. Oho. Das ist natürlich immer schlecht. Ja, ich wollte jetzt nicht 65.000 Kapitäns-EP da ausgeben. Ich hab... nur das Tausendfache. Nee, ich hab 1,69 Millionen. Okay, eigentlich hätte ich es machen können, aber... 65.000 ist... nee. Bettkragen. Ja. Ach nee. Ja, wenn man ständig umschult, dann kriegt man schon irgendwann Probleme, das ist richtig. Ich bin gerade eher nochmal am Schauen, was bringen die Upgrades hier? Mehr Lebenspunkte, Flugabwehr, Manövrierbarkeit... Ja, da sind die schnellere und die Manövrierbarkeit das Wichtige. Schnellere Tops und Reichweite. Oh. Ja, machen wir es mal so. Also quasi noch blank. Dafür hat so hübsche Sterne. Hi, na, wieder da. WB Buddy. Willkommen zurück. Ein CV-Match, ich krieg zu viel. Dafür gibt's nur 2 Kreuzer pro Team. Ist das jetzt ausgleichende Gerechtigkeit? Ich bin mir nicht so sicher.
Ach du Gegner, die Gepard wird sich glaube ich noch mehr über den CV ärgern. Und vor der Weser brauchst du eigentlich keine Angst zu haben, die hat nicht so viel gegen DDs in der Hand. Na, die Torps halt. Ja, das muss man auch geübt haben. Willkommen auf meiner Party, Kapitän. Das sehe ich dann, ob sie es hat oder nicht. Hm. Also 10 Kilometer Torpedoreichweite, 9,2 Kilometer Hauptbatteriereichweite, Luft Anti-Air ausmachen. Die würde 6 Kilometer weit Lauf gehen. Ich brauche den Ring für die Erkennbarkeit zur Luft. Erkennbarkeit zu Wasser 6,8 Kilometer. Wie sieht es denn bei den anderen aus? Die Skane von denen hat nur 6,2. Okay. Gajamada 6,1, Gepard 6,8, Fubuki 6. Also ich werde eher aufgemacht im Moment. Ja. Kapitän ist halt noch nicht da, Ausbau ist noch nicht da. War 6,2 Kilometer von 6,8? Wie viel bringt der Kapitän-Skill auf den Tarnwert? 10, 20%? Irgendwie so. 10% würde Sinn machen. Auswendig weiß ich es nicht. Okay, keine Ahnung, was unser CV da gerade tut. Aber der gegnerische supportet auf jeden Fall schon mal den DD bei B. Das heißt, da kann ich schon mal nicht viel machen. Und ich bin entdeckt. Jetzt schon? Aua. Ah, gotcha. Da. Okay. Die kann ich zumindest nicht raustorpen. Du solltest trotzdem schauen, dass du da wegkommst. Ja, ich werde erstmal hier hinter der Insel Schutz suchen. Alter, 3 DDs bei B drin. Oh. Und eine Atlanta. Ja, und ich bin wirklich schon in Radarreichweite der Atlanta. Ich, Schnurrt wieder wie ein Kätzchen, Kapitän. Wieso soll die Gacha mich nicht raustorpen können? Weil die dich, andere DDs nicht torpen kann. Ah, so. Die kann gut gegen Kreuzer, aber gegen sonst nichts. Ich hab nichts getroffen mit meinen Torps. Das ist auch schon mal schön. Gepard und Atlanta kommen jetzt durch die Mitte. Und unsere Eigentlich platzt, weil sie sich gegen 3 DDs gestellt hat, allein. Ausgebombt von der Weser. Der Duke ist aber auch einfach ein Kackschiff.
Immerhin, wir sind in einem Top-Tier-Match, aber naja. Gerade hilft uns das nicht. Eben. Durch was bin ich denn jetzt aufgedeckt? Ist die Gacha direkt neben? Nee, die Gepard. War auf 7 Kilometer? Bin immer noch offen. Fubuki hier? Jetzt nicht mehr. Fubuki ist auch da, ja. Ach, da, die. Ja, Fubuki ist ekelhaft. Laser top dich. Jo. Torpedos auf Kollisionskurs. Zeit zu tanzen. Top-Teppich auf dich. Und die Scan ist mit einer Lappe A drin. Das kriegt noch echt zu viel, weil Atlanta und oh, da ist die Weser. Interessant. Ordi bei Ordi gerade bei Geogesser. Und unsere DDs machen kompletten Blödsinn da hinten. Was machen die beiden? Die da. Team hat fast gewonnen. Wollen wir uns auf ein Unentschieden einigen? So, ich schnappe. So wird zumindest schon mal ein los hier. Aber die Atlanta ist halt auch unsere DDs losgeworden oben. Oder ist gerade dabei, sie loszuwerden. Weil die sich komplett sinnfrei irgendwo hingeschmissen haben. Melden spielt schlecht. Melden spielt schlecht. Jetzt kommen wir schon wieder hier hin. Lass dich treffen, oder? Nö. Maschinen gedrosselt, wir müssen Sprit sparen.
Torpedo Steuerbord. Hoffentlich halten die Schwimmflügel heute. Warte mal. Was? Einer der gegnerischen Texas heißt Dr. Quintain, das ist Freelancer. Okay. Zumindest wüsst ihr nicht, welchen Dr. Quintain man sonst nennen könnte. Oh, gepaart. Das wird jetzt ekelhaft für dich. Komm mal. Komm zu mir. Wenn du kannst. Ich hab irgendwas getorbt. Jupp, ich seh's. Okay, bin nicht mehr entdeckt. Danke. Darauf schießen kann ich aber auch nicht mehr. Ist zu weit weg. Für mich jetzt auch. Flieger kommt auch schon wieder. Sagen wir mal ein bisschen Richtung hier rein. Oh, Gott, ey. Was eine Verschwendung von Motorboost und Nebel. Aber gut. Naja. Die ist mehr wert als ein toter DD. Ja. Ja, es hat mich jetzt vor allem Zeit gekostet, um wieder umzudrehen und wieder Richtung B zu kommen. Ja. Aber so ist das halt. Gegen die Gepard alleine kam ich ja auch nicht an. Okay. Mensch, vorbei. Wir haben überlebt, hey. Ja, aber das kennst, war auch alles. Du kennst den RL Quintain nicht? Nein. Verdammt. Platz 3 und 4. Gut, ich habe auch keine Ahnung und kenne nur den aus dem Game. Dr. Oh, Pascal Gott. Quintain, Medizin Generaliste. Ein Franzose, oh Gott. Ja. Ich habe übrigens im ersten Moment gedacht, du meinst einen YouTuber, Streamer, whatever, den du kennst. Nee, aus Freelancer. Ja, schon. Das habe ich dann, nachdem du gesagt hast, Freelancer auch geschnallt. Allgemeinmediziner, was ich so entziffern kann. Ja, denke ich mal. Das war dann die Ehrenrunde für Chaos. Oder so. Ehrenrunde für Chaos. Mir fehlt noch so viel EP. Mir fehlt noch so viel EP. Ach, na gut. Aber auch noch eine Runde Akatsuki. Nein, danke. Der Satz rüber sagt auch alles. Ich muss Sachen in Brand stecken. Ich kenne dann so ein Schiff auf Tier 7, das kann das ganz gut. Du sollst mir ja nicht die Brände wegschnappen. Ich muss die ja machen. Ja, ich habe absolut keine Ahnung, was ich an Kampfaufträgen habe. Ich habe das irgendwie absolut nicht mehr mitverfolgt. Tägliche Aufträge, okay, gewinnen sie Gefechte und verdienen sie. Gewinnen sie Gefechte und verdienen sie. Warengefechte machen wir nicht. Allgemein verdienen sie 1500 Bänder. Superschiffe mache ich nicht. Luftschiff-Derby mache ich nicht. Frontnachrichten. Verdienen sie 4 Auszeichnungen. Naja. Warum machst du Luftschiff-Derby nicht? Mal abgesehen davon, dass das ein spaßiger Modus ist. Weil... Ja, weiß auch nicht wozu. Also ich meine, ich sehe dann... Also ich weiß nicht wozu. Ja, es macht Spaß. Jedenfalls mehr als die Random-Gefechte. Auf welcher Stufe ist denn das? Eine 10. Und wenn mir Stufe 10 Gefechte Spaß machen, das sagt schon einiges. Na gut, dann klaue ich dir nicht die Brände weg.
Wir können auch eine andere Stufe spielen. Alles gut. Fackelzeug an. Aber hier habe ich halt einen 19er Kapitän drauf, deswegen bietet sich das einigermaßen an. How to get to Dr. Quintain. Freelancer-Spieler sind beim Googlen nach Walkthroughs oder so gegebenenfalls aufmerksam. Ist P in Dijon bei Bus or Light Rail. Freelancer. Ja, okay. Was will mein Vater jetzt? Dein Vater? Ja. Weiß ich nicht. Ja, okay. Wir waren heute mit unserer Kleinen schwimmen und mein Vater appreciated. Jagdtu! Liebe Grüße. Liebe Grüße. Grüße. Ja, okay, wir haben Wochenende. Ich sollte mich nicht über die Zahlen der Schlachtschiffe wundern. Mit Low-Tier. Und die Neptun ist auch noch auf unserer Seite. Schade. Die kann man immer so gut angreifen, weil die quasi keine Panzerung hat. Naja, gut. Dann, hoch oben mit dem Fond. Dass diese Runde nichts mit vielen Bränden. Auch wieso Bismarck? Vladi? Ich. Ja. Ich gehe auf 11,5 Kilometer auf und habe 15,6 Kilometer Reichweite. Während die 9er über die halbe Karte schießen. Und die 8er teilweise auch. Hyper zum Beispiel. Die Neptun hat 15 Kilometer. Die Neptun hat aber auch Nebel. Oder Radar. Und die Cleveland hat 15,6. Die einzige, die so weit schießen kann, ist die York. Und die ist auf deiner Stufe. Und die Schorsch. Und da kommt die Seitan. Die natürlich einen Treffer landet. Oh mein Gott. 1% Lebenspunkte. Das war schon so ein breiter Fächer und trotzdem geht noch eine Rakete rein, weißt du? Da war ein das ist RNG. Das ist absolutes RNG. Der halt auch nicht, sondern bleibt halt schön erstmal hier. Und die Bismarck schießt high, wirklich jetzt. Oh, sie hat die schöne Premium-Tarnung drauf. Nice, 5000. Und da ist die Brindisi. Ich habe Brindisi aufgeklärt. Au, 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 au. Okay, das ging noch. Oh. Aber die Bismarck sieht mit der Tarnung schon schön aus. So, das ist so, so. Ja, passt. Da ist auch noch Nebel. Seipan, C. Schorf, C. Nur mal Luftabwehrflieger raus. Hast du auf der Stufe noch keinen Spotting Plane? Ich hab den Jäger einfach drin. Oh, ich hab tatsächlich noch was in Brand gesteckt und es lässt brennen. Das ist die Schulz da rechts, deswegen macht die so dermaßen viel Damage.
NSS Enterprise. Hallo Zed. Zed? Wieso Zed? Ach, die Zed. Und jetzt kommt die Vladi zum Absnacken. Und wieso habe ich eigentlich keine Leben mehr, du meine Güte? Seipan ist hier hinten. Gegnerischen Kreuzer entdeckt. Habt ihr mal ins Discord gepackt? Dann schauen wir doch mal rein. Okay. Jetzt Colorado hat gelöscht. Schnappt wieder wie ein Kätzchen, Kapitän. Oh, das darf das nicht Ding. Wahr sein. Gerade gelöscht. Das Ding fertig. Brand. Okay. Und ich wollte gerade sagen, deswegen löscht man keine Single Fire Colorado. Die brennt nämlich jetzt doppelt von mir. Mhm. Ich darf nicht schießen. Ui. Okay, Z46 ist geplatzt. Plönk, 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 plönk von der Brindisi. die Schulz ist hier vorne. Wir liegen in Führung. Mach jetzt nichts Dummes. Wir haben einen feindlichen Zerstörer entdeckt. Oh, Neptun gegen die Hipper, na dann. Schlachtschiff entdeckt. Heute mal wieder auf Kaffeefahrt. Neptun. Frisst einen Torp, okay.
klunk, klunk, klunk. Ey. Da ist nur einer von euch beiden draufgegangen. Ja, ich... das war knapp. Das war knapp. Funk. Und zu. Und wieder auf. Und wieder zu. Dann gerade so, als wäre irgendwie eine Fliege mit meinem Ohr vorbeigerauscht. Nein, es geht meine Maus schon wieder aus dem Spielbild raus. Nice. Wir liegen in Führung. Mach jetzt nichts Dummes. Naja. 2 Kills, 90.000 Schaden. Und es sieht zumindest so aus, als würden wir gewinnen. Von daher. Drei Flugzeuge abgeschossen. Wie oft habe ich meinen Jäger gezündet? Oh, ich will es gar nicht wissen. Hat genau gar nichts gemacht. Der Gegner lebt, nur noch die Schulz. Okay. Gut, es gibt nur 2 DDs, von daher, ja. Dass die Zeit geplatzt ist, das habe ich ja mitbekommen. Okay, Rechtsklick, melden, Fehlverhalten im Chat. Schade. Du hätte raus sein müssen durch die Torps. Durch mich ist er schon mal nicht raus. Ne. Welch Wunder. Sie brennt. Auch nicht wegen dir. Nee, wegen der schon. Die löscht nicht. Alter, was ist das für eine Streuung? Wir haben einen feindlichen Zerstörer entdeckt. Ja, das ist der Nachteil an der Scharnhorst. Wir liegen in Führung. Mach jetzt nichts Dummes. Ach, brennt da einmal Flutung. 2 Zerstörer. Oh? Oh? 28 muss ich, glaube ich, machen, von den 3 kombiniert. Von daher, das war schon mal kein schlechter Einstieg.
Meine Gefechtsleistung hält sich im Moment stark in Grenzen. Wow. Das Gefecht endet in 5 Minuten. Ja. Frisst die Vladi die Torps? Oder sind die Torps zu langsam? Nee, die Vladi frisst die Torps. Wie die Torps frisst. Oh, ausgelaufen. Wirklich. Mhm. Aber irgendwas hat ihr massiv Schaden gemacht und dann konnte sie absnacken. Ach, die Schulz ist da auch noch. Und Nahkampfexperte in 3, 2, 1. Waffenbrüder, Generaloffensive, Nahkampfexperte, okay. Gut, wäre das auch erklärt. Ja. Ja, wir haben jetzt beide 2 Kills. Mhm. Ist doch schon mal. Die Division war brauchbar. Marinekriegsführung. Blutung. Auf einem Tier 9er. 9. What the actual fuck? Okay, von dem würde ich gleich nach dem Match mal gerne die Statistik sehen. Das hat man sonst auf Tier 2 bis 4, oder? Ja. Okay. Finde ich lustig. Finde ich lustig. Vielleicht etwas zu lustig, aber ich finde es trotzdem lustig. Oh, Wumms. Nee, ich schieße nicht mehr. Ich gehe nur drauf. Ich bleib am Leben. Und Buddy, wie schaut's bei dir so aus? Was machst du? Wir haben Platz frei. Möchtest du mitspielen? Was ist eigentlich mit St. Calorum? Der lurkt. Wieso spielt jetzt eigentlich wirklich jeder Elden Ring? Das ist ja absurd. Du fragst mich nicht. Elden Ring und Lost Ark. Frag mich nicht. Egal wohin ich gucke, die beiden Spiele tauchen auf. Und Mann. Ich muss dann gleich mal das Spiel neu starten, weil da meine Maus wieder gekappt, gedingst ist. Und sogar noch Dreadnought gekriegt. Nett. Das ist so bescheuert, dass man dafür keine Signale mehr erhält. Mann. Mausch. Wie, was, Mausch? Eine Mausch. Verdienen Sie Basis-EP. Kleiner Container. Wieso? Seit wann kriegt man keinen Container für Basis-EP? Ja, diese Signalcontainer als Ausgleich dafür, dass du keine... Nein, nicht die Signalcontainer, die kleinen Container. Das weiß ich auch nicht.
Stimmt, habe ich auch reingekriegt. Container sammeln. Dann, ich starte mal kurz neu. Jo, bis gleich. Signal. Hm. Arktika spielt Stardew Valley. What? Ja. Tut er halt wirklich. Boah, ich verarsch dich nicht. Das ist dem seine Frau. Freundin, wie auch immer. Moment. Arbeiten am Einhornhof mit Annalyn. Das ist... Okay, die habe ich auch noch nicht zu Gesicht bekommen. Nee. Na dann. Guten, cute. So. Also irgendwie muss ich nochmal eine vernünftige Runde hier hinkriegen. Ich weiß, mit welchen Schiffen es geht und mit welchen Schiffen es nicht geht. Und die Schiffe, mit denen es gehen sollte, die wollten ja nicht irgendwie heute. Und mein Gott, ist die Mackinsel schlecht, habe ich das schon mal erwähnt? Ich habe die noch nicht so viel gespielt. Ich bin gerade sehr Japaner konzentriert wegen den Aufträgen, die alle für Japaner sind. Mäh. Hm. Ja, sag was an. 6, 7, 8, 9, 10. Kennst du ja. Ich bin da fast komplett offen. Ich glaube, am sinnvollsten wären für mich DDs und da bin ich aktuell bei 6 und 7. Ich hätte gerne endlich mal den 8er, aber die Akatsuki ist einfach so anstrengend zu fahren. Machen wir 7. Ich hab mir zur Beruhigung etwas Musik auf die Ohren gemacht. Das ist doch schön. Hört ihr der Stream auch? Nein. Ja, nee, ich hatte es vorhin... Die ist garantiert nicht freigegeben. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und die Rechteinhaber zu kontaktieren, wird sich für mich auch wahrscheinlich etwas schwierig gestalten. Ich kann kein Japanisch. Hm. Zweimal Brandenburg auf jeweils eine auf einer Seite. Und boah. Amagi. Das sind die einzigen beiden T8er, die es gibt. Okay. Also im Prinzip ist das jetzt so eine Runde, wo die 6er viel EP abgreifen können. Hm. Je nachdem, wer welchen zu Gesicht bekommt. Aber ja. Heute bist du der Actionheld. Können schon mal darauf einstellen, wir haben beide DDs hier. Ja. Also die beiden Ebner und die Chance. Mahan und Shira... Wollen die nein. Und die beide. Und beide outspotten mich. Ja, mich auch. Die Mahan outspottet dich nicht. Hat die auch 6-4? Nee, die hat 6-7. Oh, okay. Mit 6-7 kann ich fast nicht glauben. Die müsste besseres Concealment haben, wenn die drauf geskillt ist. Naja, du sagst es, wenn. Aber deswegen mag ich diesen DD nicht. Der 5er der Kanonenreihe hat einen Kilometer weniger Concealment. Also auf Deckungsreichweite. Und der outspottet und outgunnt mich. Ich verliere den 1 vs 1 gegen den Tier 5er.
Das ist so deprimierend an diesem Schiff. Die Mahan, siehst du? Mahan, ja, die geht sehr, sehr früh auf. Greif erstmal die Mahan an, ja. Die zünden auch beide Nebel unabhängig voneinander. Finde ich sehr freundlich. Dann spare ich mir nämlich meinen Nebel. Aber gut, dass die sich ihr Feuer auch erstmal aufgeteilt haben auf uns beide. Mhm. Ich habe ein bisschen Schaden genommen. Ja, ich auch. Das lässt sich manchmal nicht vermeiden. Da ist die Shira. Natürlich. Ich lebe. Ich bin mir nicht so ganz sicher wie, aber ich tue es. Wodurch hast du Schaden genommen? Wer hat dich angegriffen? Ich habe einen Torb gefressen. Ah. Und Brandenburg und der Magier haben auf mich geschossen. Ah. Und unsere Nürnberg ist. Wirklich jetzt Nürnberg. Mhm. Die Antwort lautet ja. So. Ich mach damit aber auch diese Runde nichts mehr, außer im Nebel stehen und Torpen. Nicht jetzt Torpen, bitte? Nee, ich. Jetzt nix, darfst du wieder. Nichts, was ich treffen könnte. Ach stimmt, wir sind ja im Nebel. Können wir ja schießen. Ja. Geht und hat aber auch schon gesagt, der Nebel. Die geht natürlich zu. Oh. So. Da kommen noch mal Torps. Ich überlege gerade, welche Nation war Mahan? Amerikaner. Ah, okay. Da ist er. Direkt voraus. 2,5 Kilometer. Schub. Und die Ramat frisst auch noch einen Torb. Das läuft ja heute hervorragend. Wenn wir nicht bald was unternehmen, wird der Gegner gewinnen. Wenn du da stehen bleibst, macht die Mahan dich gleich zu Butterfutter. Ja.
Komm, ich bin zu, hör auf zu schießen. Danke. Dass sie da im Nebel drin geblieben ist. Hm. Maschinen gedrosselt, wir müssen Sprit sparen. Oh. Frisst die Brandenburg meine Torps? Ja, tut sie. Zwei Stück. Und das passiert, wenn man Leute in BBs setzt, die mit Flugzeugen hantieren, die nie mit Flugzeugen hantieren. Was meinst du? Die Isa hat vollkommen bescheuert getorbt. Hm. Das war abzusehen, dass die Dunkirk nicht treffen wird. Aber wenigstens gewinnt die andere Seite bei uns. Und Brandenburg hat den Brawl gegen die Mexiko verloren. Na ja, gut, die Brandenburg war auch schon ziemlich angeditscht. Ja, ich habe jetzt auch nur gerade in der Sekunde rübergeschaut, weil ich auf der Minimap gesehen habe, dass sich da zwei sehr nahe sind. Und die Dunkirk hat noch ein Tor von mir gefressen. Sehr schön. Amagi fährt da jetzt nicht wirklich Breitseite vor. New Max, ist das dein... Okay, nein. War nicht ihr Ernst. Ich dachte gerade, die hat ihre Hauptsalve statt in die Amagi in den Berg vor sich gesetzt. Hm. Und da ist die Mayhan wieder. Oh nein, die Schorsch greift mit an. Danke. Jetzt aber nicht mehr gebraucht. Ja. Ach, naja. Hey, Waldmeister, moin. Moin. Gut, ab zum Hafen, würde ich sagen. Nee, Betty hat er geöffnet. Was? Idee? Was? Ach nee, Anime war das normale. Was? Ab zum Hafen, hast du gesagt? Ja, Runde anschauen brauchen wir jetzt nicht. Okay. Das wird... Wow. Da fahre ich lieber noch eine Runde vorher. Buddy will fliegen. Dann flieg mal, Buddy. Viel Spaß. Wenn keiner mitfliegt, fliege ich mit. Sucht. Ich ärgere mich immer noch, dass die Sounds, die über OBS laufen, die gerade nicht funktionieren. Hm. Ja. Tier 6. Dieses furchtbare Schiff. Ach. Es ist ja nicht mal so, dass die irgendwie... Ja, ich weiß nicht, die einerseits hat es zwar keine Panzerung, aber das ist ja okay für einen Schlagkreuzer, aber die kriegt einfach keinen Schaden raus. Das ist unfassbar. Kann dazu noch nichts sagen. Ich bin bisher immer noch beim Fünfer. Nee. Minika, was? Krass, haben bestimmt 12,53 Stunden. Ach ja.
Tier 5 und 6, na dann. Na dann. Bin erstaunt, dass es in dem Matchup keinen CV gibt. Was ist denn heute Abend los? Und ich habe mein AP vorgeladen. Mein Monitor hat jetzt ein externes Netzteil. Da schiebe ich hier irgendwie die ganze Zeit über den Boden, weil ich nicht weiß, wo ich sonst damit hin soll. Bei mir liegt das auf dem Tower. Einfach oben drauf. Auf dem Rechner meinst du, ja. Ja, der Rechner steht ja auch unterm Schreibtisch. Abgeht halt einfach den hinteren Schreibtisch runter und dann liegt das Netzteil auf dem Tower. Das liegt auf dem Tisch. Das reicht bei da die. Ja, da stört da zu sehr auf dem Tisch tatsächlich. Da ist der Lautsprecher, diese 3D-Pyramide, die ich eigentlich gar nicht mehr brauche. Der USB-Hub, meine Wetteranzeige. Das steht da irgendwie alles so, naja. Ist nur ein kleines 10 mal 10 cm oder so. Nee, meins ist ein bisschen größer. Wer will aber irgendwas von mir? Weiß ich nicht. Die London. Wir haben eine T22 da, die macht den Job schon gut. Hoffst du. Muss. Naja. Naja, kein Plan, ich habe einen totalen Schreibtisch. Einen totalen Schreibtisch. Mein Kram ist zwar aufgeräumt hier, aber es ist halt auch aufgeräumt, weil eben nicht alles herumliegt. Uff, die Mut zu. Guck mal, da kommen AP-Kugeln. Und treffen sogar. Warum habe ich getorbt? Weiß ich nicht. Irgendwie nicht. Ja, weiß ich nicht. Ich hatte eigentlich gedacht, ich bin auf. Ich habe schon wieder zweimal die Mut zugetroffen. Das ist scheiße zielen, ne? Sind heute wieder auf Kuschelkurs. Gib Vollgas. Wenn den Torp nicht mitnehmen, tue ich nicht. Okay. Na, ja. Gehen eh aus. Die haben eine Viribosonitis. Unsere T macht aber auch nur Blödsinn, von daher. Das ist üblich an diesem Montagmorgen. Nicht nur groß, sondern total. Wobei es geht, eigentlich ist er moderat. 80 mal 150 oder 60 mal 120 IKEA-Platten. Montagmorgen. Ja, ich sag mal so, ich hab eine Küchentischplatte als Schreibtisch. Die ist so ihre 2-3 Meter lang. Ah, oh, verdammt, ich wollte mitfliegen. Verdammt, hab ich vergessen. Oh, nice. Gegnerischen Fischkutter versehen. Uiuiuiui, wie kommen denn die Torps? Das ist ja übel. Oh, natürlich. Natürlich haben wir eine Kamikaze. Oh, ich. Ja. Bock. Ja, zeigt Breitseite Arizona, so ist schön. 80 Grad, 85 Grad, 90 Grad, leider bin ich noch am Nachladen. Nein, jetzt dreht sie raus. Nein, Arizona, dreh nicht weiter raus. Danke, 60 Grad reicht. Naja, 7000. Das ist... Und ich bin kaputt. Aber noch Brand gemacht. Wäre erstmal mitgeflogen. Ja, sorry, ich habe nicht mehr dran gedacht. 7000 Grad, wett.
Meine Tischplatte. Natürlich. Wie sind die jetzt geflogen? Das will ich gar nicht wissen. Ist egal. Meine Tischplatte ist 2,22 Meter breit. Achso, da. Der automatische Weißabgleich der Cam ist in dem mit dem Greenscreen etwas halbsass, was? Ach, das meinst du? Nee, das liegt. Ah, warte kurz. Jetzt sollte hier theoretisch im Glas nichts gespiegelt irgendwie sein, was da reflektiert. Hm. 4K 70 FPS, das ist doch schön. Da sieht man richtig schön Ordis kaputte Luftabwehr. Ja gut, die Luftabwehr ist ja eh nur Deko. Die Genova. Ja, auch noch nicht gesehen. Italienischer Premium Tier 5 Kreuzer, okay. Ja, den sieht man aus einem guten Grund nicht so oft. Die ist unfassbar lang, riesengroß für ihre zwei Türme vorne und hinten. Und okay, ich bin tot. Wir haben eh verloren, leider mal wieder. Und das, wo ich 55.000 Schaden gemacht habe, so eine gute Runde mit dem Mackensen. Oh, ich bin sogar noch überlebt. Spiegelreflexion? Ich meinte nur, du änderst deine Helligkeit, wenn du dich bewegst. Also, ja, nee, aber die... In dem Glas, das vor der Kamera sitzt hier, da, wenn ich das Licht direkt hier hinpack für Kobi Stream, dann. Ich habe Schmerzen. Ich habe Schmerzen. Warum genau jetzt nochmal? Weil wir beide mit der Leistung Platz 1 und 2 belegen. Mhm. Ah, und wenn man sich anschaut, dass außer uns sonst nur die Piotrin überhaupt noch einen Kill gemacht hat auf dem Team, ne? Mhm, die überlebt haben. Ah, ne, nicht ganz. Ich bin selber nur gelb markiert. Buddy. Wird schon. Mit den Schmerzen. Mhm. Ach ja, na gut. Ach, die Tarnung ist an. Konto aktiviert, ein Tag hinzugefügt, für was? Hey. Oh, wir haben die Akatsuki-Runde gewonnen. Wir haben die Akatsuki-Runde gewonnen. Ja, es ist leider schon 22 Uhr. Du warst gar nicht so schlecht. Oh. Nice Base XP. Was? In deiner Scan-Runde gerade eben, die Akatsuki-Runde. Ich habe 36.000 Schaden gemacht. Okay. World of Watches, was willst du mir damit sagen? 36.000 Schaden ist auf der DD schon echt ein okayer Wert. Das ist okay? 36.000?
Ja, ist okay. Ist nicht herausragend gut oder sehr gut oder sonst irgendwas. Ist okay. Knapp, ja. Aber befriedigend. Ab 40.000 würde ich sagen, ist okay. 36.000, naja, na Westeritz, da kann man noch ein bisschen mehr machen. Ja, mehr geht immer. Aber die Scan ist ein furchtbares Boot, meiner Meinung nach. Bisher geht's, aber ich habe sie ja auch noch nicht ausgebaut. Mit 36.000, da fängt der Schaden an. Schaden im Kopf. Was siehst du, ich könnte mir sogar fast schon hier die Torpedo... Weil, ach, weißt du was? Ja, damit. So, habe ich vernünftige Torps. Okay. Also das war's jetzt für dich? Ja, ich denke schon. Okay. Dann mache ich mich jetzt den restlichen Stream nur noch daran, mal das Audio zu fixen. Du kannst auch gerne noch weiter streamen. Also ich schaue gerne auch zu noch ein bisschen. Ja, überlege ich. Aber mich nervt das mit dem Audio einfach schon die ganze Zeit, dass die Einblendungen nicht hörbar sind. Hm. Oder mach mal den Stream an. Und sag mal, ob du das jetzt hörst. Sehen müsstest du es. Also eingeblendet wird es, aber sehen müsstest hören? Also zumindest im Discord wird's. Funktioniert es nicht und es sollte funktionieren. Nein, es war kein noch Nein doch Ort zu hören. Ja, siehst du? Es wird mir aber angezeigt, dass der Sound abgespielt wird. Und ich verstehe nicht, warum. Hm. Aber ich hatte ja auch mein Problem mit... Ich weiß jetzt übrigens, es liegt an dem Mikrofonkabel. Ja, okay. An dem alten. Das hatte ich ja... Ich hatte ja mal dieses lange Mikrofonkabel. Das habe ich ja schon extra mal ausgetauscht gegen ein kurzes. Aber ich finde das kurze gerade nicht mehr. Und, Body, das ist durchaus möglich. Wie gesagt, diese Treiberumstellung gestern hat mir alles zerschossen. Überall. OBS benutze ich ja heute zum ersten Mal wieder. Ich habe ja auch lange gefuddelt, bis ihr mich überhaupt in der annehmbaren Lautstärke gehört habt. Ich war ja vorher viel zu leise. Was ich nicht verstehe. Oha, Treiber. Oha, Treiber. Naja, gut. Vielen Dank fürs Zuschauen bei mir, viel Spaß bei Ordi und ja, man sieht sich, ne? Bis morgen. Morgen gibt es... Morgen gibt es... Irgendwann... Meine Güte, wie viel haben wir geschrieben? Kingdom Hearts! Nice. Hattest du den Beitrag nicht angepinnt? Nee, das macht nur, Das okay. Macht nur Nimantu. Ich habe noch keine Regelmäßigkeit. Ich habe nur eine edles lange Liste an Projekten, die ich irgendwann mal vorhabe zu spielen, wenn ich denn dazu komme. Dazu müsste ich erstmal dazu kommen, regelmäßig WoWs zu spielen, weil danach kommen dann die anderen Spiele dran, meistens. Manchmal habe ich auch Bock, dann kommen die anderen Spiele vorher. Wir müssen nochmal wieder Zeit für Grim Dawn finden. Ja, Grim Dawn und Star Trek will ich zu Ende machen und Dark Souls steht noch an, da bin ich ja auch relativ nah am Ende. Ja. Ja. Morgen kommt der Magistream mit Sora, Donald und dem Goofy. Geht's den Herzlosen an den Kragen? Ich hab die Melodei unterwegs verloren. Was? Magim-Hammer. Ich überleg mal ganz kurz, wie plan ich denn meine Streamwoche hier?
Montag ist Minecraft, da stand schon drin. Und danach Dienstag Kobi, Bismarck. Mittwoch wieder WoWs. Donnerstag ist frei. Freitags dann wieder Kingdom Hearts. Samstag, das ist dann der das erste Märzwochenende. Da würde ich vielleicht mal wieder Samstagsspielegruppe antesten, anbringen. Hä? Und Sonntag wieder Minecraft. So. Ich höre hin. Nein. Ich verstehe es nicht. Morgen, Kinder, wird es das geben. Das Ding ist, der Sound geht ins Monitoring und dann auf hier dieses virtuelle Kabel und da auf das Input und sollte dann theoretisch in Voice Meter beim Output wieder rauskommen und da dann zusammengemixt werden, sodass man das hört. Und in OBS bewegt es sich, aber im Voice Meter nicht. Also da scheitert schon an diesem Kabel und an diesem virtuellen und ich weiß nicht warum. Und du bist sicher, dass du bei dem Monitoring da auch das wiedergeben hast? Erweitert Monitoring-Gerät, Cable-Input, VB, Audio, Virtual Cable. Ich meine bei OBS, das Monitor und Ausgabe. Das war die OBS-Einstellung. OBS-Einstellungen, Audio, erweitert Monitoring-Gerät, Cable-Input, VB, Audio, Virtual Cable. Achso, nee, mach mal bitte, geh mal in deinen... In einem, ja, unten wo Szenen, Quellen und Audiomixer ist. Geh da mal bitte mit auf das Zahnrad-Symbol da. Und dann auf erweiterte Audio-Eigenschaften. Ja. Und da rechts Audio-Monitoring. Da dann sagen Monitor und Ausgabe. Habe ich jetzt für den Befehl mal umgestellt. Jetzt müsste man das auch... Ja, jetzt hört man es auf jeden Fall auch im Stream. Aber ich sage dir, die Cable-Verbindung, die ich eingerichtet hatte, funktioniert trotzdem nicht. Mach mal bitte. Wie gesagt, im Stream müsstest du es jetzt hören. Aber im Discord immer noch nicht. Jetzt hört man es. Ja, aber nicht im Discord. Im Discord? Moment, nee. Ich habe gerade den Stream angehabt. Ich mute mich. Ja, ja. Warte mal. Ja, das kam vom Stream. Ja, ja. Es sollte aber in beiden zu hören sein. Ach so. Dafür war ja die Konstruktion mit dem Kabel. So, ich habe das nur an den Monitor geschickt, in OBS, nicht an Ausgabe und Monitor, sondern nur an den Monitor. Das ging in Kabel, in Voice Meter, wurde da vermixt und dann ausgegeben an Stream und Discord. Hm. Und das klappt nicht mehr. Hm. Ja. Ich fürchte, wenn ich das wüsste, wäre ich auch schlauer. Ich sag erstmal gute Nacht an meinen Stream. Bis denn. Tödelö. Ich höre bei dir noch zu. Ja, ich bin jetzt auch erstmal kurz AFK und so. Aber ja. Okay. Ich mache dann gleich ein bisschen Audio-Testing. Okay. Ich mute da mal. Tschö. Gute Nacht. Gute Nacht, Buddy. Vielen Dank fürs Zuschauen und Kommentieren, wie üblich. Vielen Dank. Tödelö. Ach ja, ist euch eigentlich aufgefallen, ich streame jetzt in 60 FPS. Statt 30. Ja. Das ist mir nicht aufgefallen, nein. Ja,
Keim offenbar. Was ich in Discord-Quelle habe. Den gemeinsamen Mix aus meinem Mikrofon, eben diesem Kabel-Output, wo die Sounds von Discord rauskommen, und dem Output von dem Bot. Also die Sounds, die von Streamlabs Chatbot selber kommen. Die funktionieren. Die laufen auch über das Kabel. Die werden abgespielt. Die Signale, die von OBS über das virtuelle Kabel laufen, nicht. Buddy, da sollte stehen 1080p 60 statt nur 1080p. Ja, bei mir steht 1080p 60. Dann. Ja, genau, 80, dann. 27p 60 und dann die anderen halt ohne die 60, ne? Die 480, 360. Ja, wir streamen jetzt in 60 FPS. Gute Nacht.